Was geht ab, meine Ossi-Fighter, Hose hier, und heute mal mit einem etwas anderen Dokkan-Battle-Video, denn heute werden wir mal über eine Spielmechanik reden, quasi über ein Thema, was das Gameplay von Dokkan-Battle betrifft, denn es gibt eine neue Erkenntnis in der Spielmechanik für Dokkan-Battle, und diese Erkenntnis gab es jetzt dank Ella, Kale und Kalifla. Ich bin mir sicher, wenn ich euch erklären werde, worum es sich dabei handelt, dann wird bei vielen quasi ein Aha-Effekt geben und viele werden sich denken, ah, das ist mir schon mal aufgefallen, aber man konnte sich nie erklären, woran das lag. Jetzt dank Ella, Kalifla und Kale haben wir das quasi auch vom Spiel selbst her mehr oder weniger bildlich gesehen und dementsprechend ist es wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema. Ich wollte auf jeden Fall darüber sprechen, mich hat es nämlich selbst sehr zum einen schockiert, aber auch sehr, sehr interessiert. Bevor wir das machen, lasst uns aber mal ganz kurz auffrischen, was haben denn Ella, Kale und Kalifla drauf, denn dank ihnen hat man diese Einsicht bekommen. Nun, außer von dem Leader-Skill, den kennen wir. Was wichtig ist in dem Fall, ist ihr Passive-Boost. Ich meine, wir wissen ja, Ella, Kale und Kalifla sind wirklich ein bisschen busted, aber ich muss das ganz kurz wiederholen, damit wir wissen, worum es geht, denn ich werde mich darauf beziehen. Attack und F 60% und machen zusätzlich einen Additional Attack. Dieser kann keine Super Attack sein. Dann bekommen sie für jeden Angriff, den sie gemacht haben, Key plus 1, das Maximum ist 6 und die Chance, einen gegnerischen Angriff zu dodgen, sowohl im normalen Angriff als auch Super Attack um 6% wird erhöht, das Maximum 66%. Dann bekommt sie für jeden Universe 6, Joint Force oder Pure Saint Kategorie Mitglied im Team 10% auf den Angriff und das kann sich ja, wie gesagt, stacken. Ich ging eigentlich davon aus, dass es sich nicht stackt, aber es ist halt so gestört, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir lassen es stacken. Das heißt, sie selbst bekommt 30% auf den Angriff durch sich selbst. Hört sich komisch an, was meine ich damit? Sie selbst, also Ella, Kale und Kalifla, ist ja sowohl in Universe 6 in Joint Forces als auch Pure Saiyan. Und da sie in allen Kategorien ist, bekommt sie zusätzlich nur durch sich selbst im Team 30% auf den Angriff. Ich hoffe, ich konnte das so erklären, aber ich denke schon. Beispielsweise, wenn wir Bota Magetta reintun, der ist in Universum 6 und in Joint Forces, dann bekommt sie 20% von Bota Magetta, ist nur ein Pure Saiyan Charakter, wie zum Beispiel Evo Vegeta, der ist ja nur in Pure Saints, dann bekommt es von dem 10% und das stackt sich eben. Beispielsweise Paragus und Broly sind in Pure Saints und Joint Forces, sie geben 20% für Ella, Kale und Kalifla zusätzlich dazu und das ist halt das, was so gestört ist bei ihnen, das stackt sich. Stacken tut sich auch der letzte Passive-Teil, wie gesagt, sie kann eine Additional Super Attack starten. Diese Super Attack, ganz wichtig, ist natürlich immer die erste Super Attack, also nicht die Ultra Super Attack, das merken wir uns mal ganz kurz, die 12 Key so gesehen, aber sie startet dann garantiert noch einen zusätzlichen, ja, Super Angriff, die 12 Key Ulti, wenn sie gegen einen Universe Survival Saga oder Pure Saints Gegner kämpft und ist der Gegner in beiden Kategorien oder beide Gegner vertreten, dann macht sie 2 Additional Attacks, Super Attacks, also sie kann bis zu 5 Angriffe starten in einer Runde und davon sind garantiert 2 eine Super Attack durch die Passive im besten Fall. Der erste Angriff so oder so, weil man ja selbst die Key einsammelt und mit ihm ultet. Die zweite ist eine normale Additional Attack, der kann keine Super Attack sein. Und der fünfte allerletzte kann durch das Tube System natürlich auch eine Super Attack sein. Deswegen ist sie halt so gestört und deswegen ist sie so, wie sie ist. Und ich muss das mal ein paar Tage schlucken, weil ich wollte das nicht wahrhaben, dass sie so gestört sind und so gut sind. Sie sind wirklich übertrieben gut. Ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben. Und dann dachte ich mir, okay, das war's zu denen. Nein! Als ich dann kurz bevor ich zu Bett ging, ein paar Tage zuvor, war ich auf Reddit. Ich habe mich ein bisschen so auf Reddit durchgelesen und dann lese ich so, okay, hier den einen Post. Was? Ella, Kale und Kalifla can get beyond 24 Key Multiplier. What did they do? Ich sage mal, was? Das heißt im Prinzip, Ella, Kale und Kalifla können über 24 Key Multiplier hinaus. Wir wissen, ein Ella-Charakter kann maximal 24 Key erhalten. Das sehen wir auch auf dem Radar. Dann habe ich erstmal nicht verstanden, was sie damit sagen wollten, habe mir in den Kommentaren ein bisschen gelesen. Da haben sich sehr viele schlau gemacht, Freunde. Shoutout an die ganzen User, vor allem an den Boy hier. Ich werde die Links in die Beschreibung setzen. Und dann habe ich noch das hier gesehen. Dachte mir so, hey, okay. Die Edition Ulti von Ella, Kale und Kalifla war 17 Key. Sogar 18 Key. Also über die 17 Key Ulti kommen sie. Aber ganz wichtige Anmerkung, wir wissen ja, wenn ein LR eine Additional Ulti startet, dann ist es immer die 12 Key Ulti, also die erste Super Attack und nicht die Ultra Super Attack. In dem Fall hat LR, Kale und Kalifla jedoch bei ihrer Additional Ulti, das sollte Gameplay von D3 sein, habe ich auch angeschaut, ist wirklich so, Shoutout an ihn. Und in dem Fall hat sie sogar 18 Key, aber das ist die erste Ulti, das ist nicht die Ultra Super Attack, weil es die Additional Ulti ist, jedoch kommt sie auf 18 Key. Und da hat es dann angefangen. Da hat dann angefangen, dass man wusste, okay, aha, jetzt haben wir auch einen visuellen Beweis oder jetzt kam es zu neuen Erkenntnissen in der Spielmechanik. Worum handelt es sich, Freunde? Was
ist bei LRK und Khalifa jetzt nochmal anders. Folgendes ist jetzt quasi bei den beiden der Fall. By the way, das ist nicht meins, das ist vom Spiel selbst, aber damit wir das hier einfach mal sehen. Wie gesagt, ein LR kann ja auf 24 Key kommen. Drüber geht's nicht. Die Sache bei LRK und Khalifa ist jedoch, sie können bekommen ja durch die Passive zusätzlich bis zu 6 Key durch ihre Passive. Der Unterschied von allen anderen Charakteren, die auch durch die Passive Key bekommen und von der Passive ist, dass diese Key auf die 24 Key dazugerechnet werden. Warum ist das der Fall? Denn bei LRK und Khalifa ist das so, die Key durch die Passive wird darauf addiert oder darauf berechnet, nachdem sie Key auf dem Schlachtfeld eingesammelt haben, also auf dem Spielen. Man kann ja Key einsammeln, sagen wir mal, ihr sammelt jetzt Key ein, sie kommen auf 24 Key, aber erst danach werden die bis zu 6 Key durch ihre Passive addiert, dazu berechnet. Heißt, ihr Key-Multiplier ist nicht 24 Key, sondern verdammt nochmal 30 Key. Und das macht was bei dem Schaden aus. Ich war baff, als ich das gehört habe. Und wollte ich es nicht glauben. Dann habe ich es nochmal für mich selbst getestet. Aber zum einen haben wir schon den Beweis aus diesem Bild, Freunde. Deswegen hat auch hier die Edition Ulti 18 Key. Weil durch die Passive werden hier auf die Edition Ulti 6 Key dazugerechnet. Ist aber dennoch, wie gesagt, immer noch die erste Super Attack und nicht die Ultra Super Attack. Denn wir wissen, wenn ein LR eine Edition Super Attack startet, dann ist es immer die 12 Key Ulti. Und das ist auch immer nur 12 Key auf dem Radar. Aber bei ihr sind es jetzt 18 Key. Und das ist eben der Fall, dass die Key darauf addiert werden, nachdem sie die Key eingesammelt hat auf dem Feld. Und das ist das Gestörte. Heißt, wir haben ja einen LR, der nicht nur broken durch die Passive ist, sondern wir haben einen LR, der auch noch auf 30 Key kommt bei der Ultra Super Attack und bei den Additional Attacks auf bis zu 18 Key. Ich wollte das wirklich nicht wahrhaben, das war kurz vorm Schlafen nachts, dann habe ich gesagt, weißt du was, ich muss das testen. Denn es gibt schon solche Charaktere, die sowas auch verwerten können. Dazu gehören solche Charaktere, die durch die Passive, wie zum Beispiel Full Power Freezer, auch zusätzlich Key bekommen. Er bekommt ja Key, wenn er als erster angreift. Key plus 3, wenn er als erster angreift. Und das wird bei ihm auch erst danach dazu gerechnet, nachdem er die Orbs eben eingesammelt hat auf dem Kampffeld, sag ich mal. Und in dem Fall wollte ich es nicht glauben, aber ich habe selbe Szenario gekriegt, zwei Videos vorne, zwei Beweise so für mich selbst. Full Power Freezer hier an erster Stelle, wie gesagt, hat seine 12 Key, bekommt jetzt durch die Passive noch Key plus 3 dazu. Die wird dazu gerechnet, heißt, er hat hier einen 15-Key-Multiplier. Man sieht das nicht. Man sieht das bei dem Charakter nicht, weil vom Radar her geht es nicht drüber. Bei LRK und Kalf geht es auch nicht drüber, bei der 24. Aber man sieht es am Damage, am Radar, was da dran steht. Bei bei Full Power Freezer waren jetzt 1,6 Millionen. Und jetzt habe ich selbes Szenario, wirklich alles gleich, nicht an erster Stelle, sondern in der Mitte, weil hier bekommt er nicht durch die Passive Key plus 3. Hier hat er jetzt seine 12-Key-Multiplier. Und das ist, ihr seht es, 1,5. Davor waren es 1,68. Freunde, als ich das gesehen habe, dann dachte ich mir erstmal, okay, krass. Das ist eine Sache, das ist wahrscheinlich vielen aufgefallen, vor allem bei Full Power Freezer. Viele haben es wahrscheinlich gedacht, hey, der macht auf einmal mehr Schaden als hier. Woran kann das dienen? Man konnte es sich nicht mehr oder weniger erklären. Aber jetzt an LRK und Khalifa kann man es sich erklären. Das zählt nicht für alle Charaktere, die durch ihre Passive Key bekommen. Für LR Vegito Blue zum Beispiel, für Mighty Mess zählt das nicht. Bei denen ist der Unterschied, ihre Key, die sie durch die Passive bekommen, wird dazu gerechnet, bevor sie die Key auf dem Schlachtfeld einsammeln. Das ist der gravierende Unterschied. Bei Kale und Khalifa wird es erst danach dazu gerechnet. Das zählt nicht für jeden Charakter. Primär zählt es für Charaktere, die Key bekommen, wenn sie der erste Angreifer sind. Beispielsweise wie zum Beispiel jetzt auch hier Int Ultimate Gohan oder Great Ape Talis hier an der Stelle. Was ist seine? Bei ihm ist die Passive folgendermaßen, er bekommt Key plus 3 drauf, wenn die Key 9 oder drüber sind und das wird auch erst danach dazu gerechnet, nachdem er die Key eingesammelt hat. Oder bei Int Ultimate Gohan ist das auch der Fall, nach seinem Easy hier an der Stelle, beziehungsweise davor eigentlich auch schon, wo ist der Boy? Ah, ich habe den gar nicht Easy Awake, aber ihr seht das hier, Freunde, auf Dokkan Battle Wiki. Ich werde den Link auch in die Beschreibung setzen. Und das nennt man jetzt Hidden Key Multiplier und das wurde erst kürzlich dazu, die Erkenntnis kam erst kürzlich von dem Boy hier, Trash Guy Boop, der
aus Reddit quasi das, ja, das ihm aufgefallen ist und es gepostet hat. Deswegen wirklich sehr viel, einen großen Shoutout an ihn. Ich werde die Links in die Beschreibung setzen. Aber hier seht ihr es, das macht was aus. Normalerweise Ultimate Guan und Full Power Freezer, ihre 12 Key Multiplayer sind zum einen 130%, 140%, aber das Maximum ist dann, weil es erst danach dazu gerechnet wird, bei Full Power Freezer 15 Key Multiplier. Und das sind dann 140% und bei Ultimate Guan 17 Key, 162.22%. Und wie gesagt, man kann auf die Erkenntnis wegen LRK und Khalifa und sie kommen auf 30 Key und das macht das am Schaden aus. Denn ihr mag, normalerweise haben LR ihre 24 Key Multiplayer 200%, bei ihr sind das 225%, weil sie auf 30 Key kommt. Gestörte Sache auf jeden Fall, Freunde. Ich würde es auf jeden Fall euch wissen lassen, weil es mich sehr, sehr interessiert hat, dieses Thema. Was ist ein Key-Multiplayer, Freunde? Das ist einfach nur ein Werkzeug, sage ich mal, um den Schaden zu berechnen. Der Schaden eines Charakters wird folgendermaßen berechnet. Und zwar, wenn wir das uns mal ansehen dürfen, zuallererst wird erstmal beim Charakter angesehen, okay, beziehungsweise wird dazu gerechnet, der Boost für seinen Angriff durch den Niederskill erstens, dann durch die Passive Skills, Standard Passive Skills at Start of Turn, tralala, dann kommen die Link Skills dazu, dann kommen die Key Multiplier dazu, die wir uns angesehen haben, dann kommen danach, gibt es ja manche Charaktere, die erst ihren Angriff Boost bekommen, wenn die einen Super Attack starten, diese Charaktere werden erst danach berechnet und deswegen, ich sag ja manchmal, das wird separat kalkuliert und dazu gehören eben solche Charaktere, deswegen kommen die auf mehr Angriff, weil ihr Angriff wird erst dazu berechnet, nachdem der Leaders, also Leaders Skills oder so, aber nachdem die Link-Skills eingewirkt haben und die Key-Multiplayer. Deswegen kommen Charaktere, bei denen ihr Angriff quasi dazu gerechnet werden, wenn sie eine Super-Attack starten oder wenn sie Tralala machen, wenn sie einen Attack bekommen, wie bei Metal Cooler, da wird der Boost separat kalkuliert, weil das erst ein Schritt danach kalkuliert wird in die Berechnung. Und dann kommen SM-Multiplayer und so und so fort. Also Key-Multiplayer ist einfach nur quasi ein Werkzeug, um den Schaden des Charakters zu berechnen. Und speziell Key-Multiplayer, wenn ich das kurz sagen darf, am Ende funktioniert folgendermaßen, Freunde. Wir wissen, je mehr Key wir haben, desto höher wird unser Angriff oder desto mehr bekommen wir einen Prozentsatz, der den Schaden ausmacht. Vielleicht habt ihr es mal gefragt, es gibt ja auch so grüne Key-Anzeigen. Das ist folgendermaßen, das ist den meisten wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber früher war das ja so. Früher haben auch Charaktere oft kaum Key gehabt, ein oder zwei Key, weil die Leader-Skills keine Key plus 3 und so weiter sofort gegeben haben. Aber in dem Fall ist halt folgendermaßen, wenn ein Charakter grüne Key hat, dann bekommt er sogar einen Debuff auf seinen Angriff, weil er hat so gesehen nicht genügend Key für einen Angriff, er hat nicht genügend Power für einen Angriff. Ab dem Zeitpunkt, ab dem der Charakter den ersten Balken beim Gelben hat, dann hat er 100% Key-Multiplayer, also es hat dann keine Auswirkung auf seinen Angriff, das ist ein echter Angriffssatz. Aber je mehr Key man dann hat, desto höher ist der Key-Multiplayer, desto höher ist der Prozentsatz, der dazu gerechnet wird. 12 Key Multiplayer sind an der Stelle 145%, bei LR 200% haben wir gesehen. Also Key im Prinzip, je mehr Key man hat, desto besser, denn je höher wird der Prozentsatz vom Schaden, der dazu gerechnet wird. Und wie gesagt, LRK und Khalifa sind hier, kommen hier, ist das einzige Charakter mit 30 Key Multiplayer, Freunde. Dementsprechend bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen, ich hoffe den einen oder anderen hat es auch interessiert. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.